Ja, herzlich willkommen. Seit Mitte März mittlerweile machen wir als Linksnet regelmäßige Gespräche mit Menschen, die sich vor allem im Kontext der Corona-Krise besonders engagiert haben, dort ihren Blick hingeworfen haben, wo die breite Öffentlichkeit eher nicht hinguckt und Unterstützung geleistet haben, wo der Staat vielleicht auch versagt. Und ich freue mich total, heute Mo und Fritz von Direct Support Leipzig hier zu haben, im Gespräch zu haben. Hallo erstmal an euch. Hallo. Danke für die Einladung. Vielleicht könnt ihr auch für die, die euch nicht kennen, ich habe nochmal nachgeschaut, nochmal rekapitulieren, wie ihr eigentlich zu der Idee gekommen seid, diese direkte Unterstützungsplattform quasi auf die Beine zu stellen. Ihr seid Anfang April, also schon wirklich wenige Tage nach dem Lockdown, an den Start gegangen. Genau, vielleicht könnt ihr das nochmal nachzeichnen zuerst. Genau, ich kann das einfach mal ein bisschen erzählen. Und zwar haben wir, oder es hat angefangen damit, dass sich in Berlin ein Netzwerk gegründet haben. Die haben erstmal so Mietensupport gemacht. Und davon hatte ich auf jeden Fall gelesen und noch zwei weitere von uns. Und dann kam in Halle auch eine Gruppe dazu und dann die letztendliche Vernetzung oder das Zusammenkommen ist dann über die Gruppe in Halle passiert, weil ich mich bei denen gemeldet hatte, genau, ich bin dort Modi spricht, und noch eine andere Person aus Leipzig hatte sich auch bei Halle gemeldet und die haben uns dann sozusagen verbunden und wir haben dann das Netzwerk für Leipzig aufgebaut. Und aber mit dem Wunsch eigentlich nach so einer überregionalen Vernetzung. Genau, und dann, ich glaube, online gegangen sind wir dann Anfang April nach 2-3 Wochen so Strukturaufbau und genau, sind dann nochmal gewachsen, auch als Gruppe. Und gerade sind wir so 7 aktive Mitglieder und weiten uns aber gerade auch nochmal aus, weil es einfach viel Arbeit ist, die dahinter steckt. Genau, das wäre der richtige Punkt. Also ich finde sozusagen eine super schnelle Aufbauarbeit, die ihr geleistet habt. Das wäre nochmal der Punkt, oder es wäre jetzt der Punkt, genau zu erklären, wie ihr funktioniert, weil ihr seid ja so eine Struktur, die vor allem auch wirklich ganz praktische Hilfe leistet. Genau, vielleicht könnt ihr das erklären. Genau, das kann ich, da kann ich gerne was dazu sagen. Ich bin Fritz, auch vom Direct Support eben. Und zwar haben wir uns das Verfahren im Wesentlichen auch angeschaut, wie es eben in Berlin passiert und dann geguckt und in Halle, die waren auch noch im Aufbau da und geguckt, wie das für uns passt. Und wir machen im Prinzip fast täglich so Beat-Runden. Das heißt, wir haben da so verschiedene Online-Infrastrukturen aufgebaut, zum einen einen E-Mail-Account, eine Website, aber auch einen Telegram-Channel. Und in diesem Telegram-Channel, da laufen eben jeden Tag Beat-Runden. Alle Menschen, die Geld tendenziell möglicherweise uns geben wollen, beziehungsweise umverteilen wollen, natürlich nicht uns, sind in diesem Channel und wir schreiben dann so rein, hey, wir sammeln gerade den Betrag X, vielleicht noch kurz was davon bezahlt werden wird. Und genau, und dann können die Menschen uns praktisch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn sie mitbieten wollen, und alles Weitere regeln wir dann eigentlich über die E-Mail. Umgekehrt, Menschen, die Bedarfe anmelden wollen, die schreiben uns direkt per E-Mail und dann gehen wir dann in Kontakt. Denn das ist ja genau das Kernanliegen vom Direct Support, dass wir eben Menschen unterstützen, die, was ja ganz am Anfang schon absehbar war, durch Corona in existenzielle Not geraten. Und darüber hinaus aber auch das Fehlen von staatlicher Unterstützung für bestimmte Gruppen eben sichtbar zu machen. Das war ja so die Ausgangssituation. Ja. Und dahinter steht dann natürlich aber auch noch ganz viel interne Arbeit. Also wir machen jede Woche Treffen, ist auch sehr herausfordernd, dadurch, dass es so viel digital lief oder laufen musste auch. Und wir eigentlich jetzt vor kurzem erst die erste Klausurtagung hatten und uns da tatsächlich physisch alle getroffen haben. Das war ein großartiges Ereignis, auch auf eine Art. So. Mhm.
hier bei mir ist es auch laut. Genau. Ich finde das auch irgendwie bemerkenswert. Ich bin in der Telegram-Gruppe und diese digitalen Wege, das ist ja schon bemerkenswert, war am Anfang ja auch notwendig, weil man sich auch nicht anders irgendwie begegnen konnte. Was ich mir persönlich vorstelle, vielleicht könnt ihr das auch nochmal erklären, ist, Betroffene melden sich bei euch und dann müsst ihr ja eigentlich so eine Art Clearing-Verfahren haben. Also was sind die Kriterien, nach denen ihr sozusagen Hilfeanfragen dann auch sozusagen unterstützt durch Spenden einsammeln? Oder gibt es da Kriterien? Sicher, ne? Genau, es gibt, also es ist bei uns immer eine große Diskussionsfrage, weil wir da in einer blöden Entscheidungsposition sind, in der wir eigentlich gar nicht sein wollen, dass wir gerade viele Anfragen haben und natürlich auch die Frage ist, okay, priorisieren wir, wonach priorisieren wir? Und eigentlich ist es uns ein Anliegen, da diese Machtposition irgendwie so damit umzugehen, dass wir nicht priorisieren müssen oder genau versuchen, irgendwie da die Bedarfe nicht gegeneinander aufzurechnen. Unser Anspruch ist auch, dass die Menschen das möglichst anonym einfach machen können und die Hemmschwelle nicht so hoch ist. Das heißt, die müssen nicht angeben oder nichts angeben, womit sie sich nicht wohlfühlen. Sprich, wir kriegen auch nicht immer die Informationen, ob jetzt eine Person das Geld für Miete ausgibt oder für Krankenkasse oder sonstiges. Und wir haben auch oft nicht Informationen, was es überhaupt für eine Person ist. Was wir aber machen, ist, dass wir nochmal so einen Appell rausschicken an die Menschen, die sich bei uns melden und Geld brauchen, dass wir denen nochmal irgendwie so eine Liste schicken, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Sei es von staatlicher Seite oder auch privat organisiert oder über Hochschultöpfe oder was auch immer. Und denen nochmal an die Hand geben, so hey, es wäre cool, wenn ihr da nochmal guckt. Und wenn da nichts für euch zutrifft, dann könnt ihr euch nochmal melden bei uns. Das heißt, es ist so ein bisschen so Selbstverantwortung. Und genau, unser Anliegen ist halt, die Menschen können es am besten selber einschätzen, ob sie Bedarf haben. Und wenn ja, wie viel und wofür. Also weitaus angenehmer als eine staatliche Stelle, ne, wo man zuerst durch irgendwelche Bedarfsprüfungen durchrutscht. Ja. Genau. Was interessant ist, was auch jetzt gut anknüpft, du hast es jetzt schon erwähnt, Mo, Mietzahlung, Krankenversicherung. Könnt ihr so ein bisschen resümieren? Ihr macht ja, glaube ich, fast jeden Tag eine Bietrunde, was jetzt so die Anfragen waren, wo es tatsächlich Unterstützungsbedarfe gab, also wo es einfach auch Lücken im sozialen Netz gibt? Also unserer Erfahrung nach sind es tatsächlich sehr unterschiedliche Gruppen, die sich, oder wir kriegen da sehr unterschiedliche Bedarfe oder Problemlagen auch mit. Das sind zum einen international Studierende, die sich bei uns melden, weil sie eben nicht mehr arbeiten können und normalerweise eben auf die Arbeit angewiesen sind. Das sind ArbeiterInnen aus europäischen Nachbarländern, die zum Beispiel ja auf dem Land oder in Schlachtbetrieben arbeiten, zum Teil ja andere prekarisierte Beschäftigungen, also Beschäftigte. Wir hatten Kontakt mit SexarbeiterInnen, zum Teil mit Menschen ohne Papieren oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Also genau, sehr unterschiedliche Personen, die natürlich dann entsprechende ja, Problemlagen irgendwie mitbringen und einfach in den meisten Fällen dann kein Anrecht haben auf staatliche Unterstützung und wir da ja eben große Lücken gesehen haben. Vielleicht soweit. Und also ihr habt schon am Anfang dargestellt, es gibt in Berlin so eine Unterstützungslinie bei Mietschwierigkeiten und ihr seid mit Halle vernetzt. Wie ist das tatsächlich? Kommen die Menschen, die sich an euch wenden und Support brauchen, kommen die unbedingt aus Leipzig oder habt ihr da Grenzen eingezogen? Also es wäre fast wünschenswert, dass es bundesweit so ein Netzwerk gäbe, Direct Support. Aber das gibt es ja offensichtlich nicht. Ne? Also wie gibt es so eine Art Wohnortprinzip, was ihr dann anwendet? Also wir heißen ja Direct Support Leipzig und unser Ziel ist sozusagen, Menschen in und um Leipzig zu unterstützen. Und
die Vision wäre sozusagen, dass es lokal überall solche Gruppen gibt, die miteinander in einer Vernetzung stehen und sich dann unterstützen können. Letztendlich müssen wir natürlich so ein bisschen wieder zurückweisen darauf, dass wir ja per Mail mit den Menschen Kontakt haben und nicht in jedem Fall kontrollieren können, wo die Leute sind. Und das ist uns ja eben auch, das ist ja auch Teil unseres Anspruchs, eben nicht diese ganze Prüfung vorzunehmen, der Bedarf ist, sondern ein niedrigschwelliges Angebot zu machen, um die Menschen notlang sind. Genau, und insofern begreifen wir uns als lokale Leipziger Gruppe, aber genau, wir haben auch zum Beginn vor allem stark versucht, in noch anderen Städten Menschen zu motivieren, Initiativen zu starten. Das ist unseres Wissens nach nicht so besonders fruchtbar gewesen. Genau. Aber ja, Teil der Idee gewesen auf jeden Fall. Ja, und man kann ja auch noch nicht sagen, oder gerade in Bezug auf zum Beispiel die Mietschwierigkeiten wird ja auch berechtigterweise gesagt, dass also Probleme oder sozusagen durch das Anhäufen von Schulden Probleme auch erst viel später sichtbar werden können, ne? Sodass es vielleicht auch noch eine Perspektive ist, dass sich weitere Gruppen gründen. Ich will vielleicht auf einen anderen Punkt kommen. Es gibt ja so im politischen Kontext, habe ich auch erlebt, so Debatten, soll man jetzt sozusagen ganz konkrete, praktische Hilfe leisten oder soll man lieber für strukturelle Veränderungen kämpfen, weil man ja sozusagen, wie ihr das sicher auch erlebt, weil man trotzdem nicht immer alle erreicht oder nicht allen helfen kann, die eigentlich in der Notlage sind. Habt ihr solche Debatten in eurem Zusammenhang geführt, so am Anfang oder auch fortwährend? So karitative Arbeit versus die politische Arbeit für strukturelle Veränderungen? Ja, wir hatten da tatsächlich einige Diskussionen drüber und auch eine längere E-Mail-Diskussion zum Beispiel mit Menschen, die von außen auf uns zukamen, die gesagt haben, kann doch nicht sein, unterstützt jetzt die Leute noch ihre Miete zu bezahlen, dabei müssten wir doch die Leute auffordern, die Miete nicht mehr zu bezahlen und einen Mietstreik organisieren. Und da sind wir dann durchaus auch sehen wir den Konflikt sozusagen. Ich würde aber ganz klar zurückweisen, dass wir irgendwie ein rein karitatives Projekt sind oder so. Und das Zentrale ist einfach, dieses Geld umzuverteilen, sondern für mich ist ganz klar auch der politische Anspruch im Vordergrund, da eben auf strukturelle Benachteiligungen aufmerksam zu machen. Und ich denke auch tatsächlich, dass wir sozusagen quantitativ nicht die sind, die jetzt gerade verhindern, dass Menschen irgendwie in Nöten sind. Also wir versuchen das natürlich und geben da unser Bestes. Aber ich denke, es muss Teil unseres Verständnisses sein, dass wir auch über unsere konkrete Umverteilung hinaus eine Wirkung erzeugen. Ich würde da vielleicht noch was ergänzen. Und zwar gerade bei diesem Beispiel mit dem Mietstreik ist es halt für einige auch gar nicht denkbar, noch mehr Schulden oder überhaupt diese Unsicherheit einzugehen, in den Streik zu gehen, weil die zum Beispiel auch nicht ein soziales Netzwerk haben, in dem sie Rückhalt finden. Genau. Und ich glaube, was uns auf jeden Fall so ein bisschen schwer im Magen liegt, ist, dass wir da eine Lücke füllen und genau Menschen auffangen und da gerade eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich nicht unsere ist und eigentlich auch gar nicht existieren sollte. Genau, und da sehen wir schon auch unsere Aufgabe, dass wir auf diese Lücke aufmerksam machen und uns da auch eine Frage von Lobbyarbeit begegnet, wo wir auch irgendwie viel drüber reden und drüber diskutieren auch. Genau, und ich glaube, so ein Bildungsanspruch steckt auch noch mit drin, dass wir einfach zeigen wollen, dass ein anderer Umgang mit Geld auch möglich ist. Das heißt, genau, auch so ein bedingungsloses Schenken möglich ist. Und seid ihr, also als Direct Support, ihr seid ja sicher auch Menschen, die sozusagen aus meinetwegen politischen Kontexten kommen, seid ihr so weit, dass ihr auch vor dem Hintergrund dessen, was ihr unterstützt, welche Problemlagen ihr seht, die konkrete Menschen haben, dass ihr politische Forderungen sozusagen
formulieren wollt oder sozusagen das auch teilen wollt und sozusagen für die strukturellen Veränderungen auch das Wort erheben wollt? Ja, auf jeden Fall. Also genau, es geht uns zum einen um eine Entprekarisierung von Jobs. Das heißt, Menschen brauchen Arbeitsverträge mit fairen Bedingungen, inklusive Absicherungsmaßnahmen bei zum Beispiel Lohnausfall durch Corona. Genau, das ist bei uns einfach so dadurch gewachsen, dass wir Anfragen haben von SexarbeiterInnen, von GastarbeiterInnen, von Menschen, die in der Kulturbranche arbeiten, in Care-Berufen arbeiten. Genau, dann nochmal Stichwort Care-Berufe, überhaupt die Care-Arbeit sichtbar machen und fair zu entlohnen, ist irgendwie uns auch total wichtig, dass da eine Veränderung stattfindet, denn diese Menschen tragen einfach unser System und erfahren aber wenig monetäre Wertschätzung. Plus es kommt halt noch dazu, dass es irgendwie eine Verschiebung und Auslagerung von Pflegearbeit gibt, dass Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen und für uns unsere Pflegearbeit zu unfairen Arbeitsbedingungen machen. Genau, und da sind auf jeden Fall politische Forderungen mit dahinter. Ich könnte noch was ergänzen, nämlich merken wir auch, das oder wollen wir ja auch ganz klar uns für eine Gesellschaft einsetzen, in der strukturelle Diskriminierung nicht mehr so vorkommt wie in der aktuellen und in der Menschen eben nicht mehr aufgrund von ihrer Klasse, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht oder möglicherweise noch anderen Dingen benachteiligt werden und vielleicht alle Menschen Zugänge zu staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten bekommen können. Und wenn wir uns dann sozusagen noch 4 Schritte weiter denken, wie wir uns dann wirklich die Zukunft vorstellen wollen, mal ganz losgelöst, dann kommen wir natürlich auch dahin, dass wir eine viel stärker bedürfnisgerechte Verteilung von Gütern und Geldern wollen, statt so diese ganz kleinteilige Leistungslogik, die ja jetzt in Corona uns offensichtlich auf die Füße fällt sozusagen. Und das, ja, im Prinzip eine grundlegende Umverteilung und ein Überdenken von Eigentumsverhältnissen uns wünschen. Und das, denke ich, ist für mich ein ganz großer Antrieb, auch von Direct Support mitzuwirken. Okay. Ein guter Punkt. Ich habe so in der, vor allem auch Anfangszeit von Corona, wurde ja so auch in der politischen Linken so diskutiert, ob diese Phase des Herunterfahrens der Wirtschaft und des Sichtbarwerdens von sozialen Problemlagen, die ja sowieso da sind, aber durch Corona nochmal verstärkt wurden, habe ich auch viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefragt, ob sie jetzt gerade die Chance sehen, dass sich wirklich sozusagen grundlegende Gesellschaftsveränderungen im Sinne, wie ihr sie gerade formuliert habt, auf den Weg bringen ließen, ob sozusagen das gesellschaftliche Bewusstsein oder das Bewusstsein von mehr Menschen auch für diese notwendigen Veränderungen vielleicht jetzt da wäre. Habt ihr das Gefühl, habt ihr das vielleicht auch diskutiert oder so als Einzelperson, als politische Person vielleicht auch reflektiert? Und was habt ihr ein Gefühl, wo wir jetzt gerade stehen? So ist durch die Lockerungsmaßnahmen, ist so der Zenit jetzt für diesen Veränderungsschlag, ist der schon wieder überschritten? Also habt ihr dazu Gefühle und Gedanken? Ich sag da manchmal, es kommt ganz drauf an, welchen Bein ich morgens aufgestanden bin. Und an einem Tag denke ich, ja klar, das ist jetzt gerade total großartig, allen fällt auf, das Offensichtliche, was uns Linken doch schon immer klar war. Und an einem anderen Tag stehe ich auf und bin schaue auf die Straße und denke, ah, alles geht wieder normal weiter und nichts hat sich verändert. Ich glaube, das lässt sich ganz, ganz schwer tatsächlich irgendwie festmachen. Und gleichzeitig ist aber ja die Tatsache, dass wir diesen Direct Support machen, der Versuch, da in eine bestimmte Richtung auch zu wirken und auf Dinge aufmerksam zu machen. Ja, und ich denke, also ja, die Hoffnung bleibt natürlich. Und ich glaube, es ist einfach ein historischer Moment von Offenheit, ein Moment, in dem sich Dinge aushandeln und in dem unglaublich viel in alle Richtungen passieren kann und passieren wird und auch schon passiert. An den aktuellen Konjunkturpaketen sieht man, dass es
ja, dass es vielleicht weniger schlimm ist, als manche befürchtet haben, aber auch weniger gut, als wir uns wünschen würden. Und ich glaube, da müssen wir einfach dranbleiben und weiterschauen. Es passt ein schönes Schlusswort, aber mir fällt jetzt doch noch so eine Frage ein. Ich habe im Laufe des Gesprächs gefragt nach den Betroffenen, die sich an euch wenden und Support brauchen. Aber es gibt ja eben auch die Menschen, die zu dieser kleinen oder größeren Umverteilungsleistung bereit sind. Könnt ihr beziffern, wie viele Leute sozusagen bei euch mitbieten? Und habt ihr aus dieser Richtung auch so Feedbacks auf das, was ihr tut? Oder vernetzt? Genau, ich glaube, so insgesamt über die Monate, die wir das jetzt schon machen, sind es, ich vermute, so um die 150 Menschen. Und aktuell in dem Telegram-Channel sind immer so um die 90 bis 100 Menschen drin. Und das ist gerade so eine sehr stabile Zahl, die sich nicht viel verändert. Obwohl unser Wunsch natürlich ist, dass es noch mehr werden. Ja, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Ob es aus dieser Richtung auch Feedbacks gibt, so auf das, was ihr so angestoßen habt. Ja, es gibt total viel Wertschätzung. Also es kommt oft irgendwie so ein Feedback von, ah ja, cool, dass ihr das macht. Danke, es kommen zum Teil auch kritische Nachfragen, über die ich mich persönlich auch immer sehr freue, weil es uns auch nochmal in so einen Reflexionsprozess reinbringt. Und sonst, ja, ich glaube, vorwiegend einfach Wertschätzung. Ja. Das ist auch mehr als berechtigt, würde ich meinen. Ich könnte ja am Ende noch sagen, genau, wenn mehr Leute mitmachen sollen, wie kann man das tun? Ist, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail unter directsupportleipzig@riseup.net. Kann ja vielleicht auch nochmal irgendwo hingeschrieben werden. Genau, das können wir machen. Genau, oder sonst findet man auch alles an Infos, irgendwie, wenn man nochmal was nachlesen möchte, auf der Website. Wir sind auch zu erreichen über Instagram, über Twitter, über Facebook. Genau, aber so der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist die E-Mail-Adresse. Alles klar. Ja, vielen Dank an euch, Fritz und Mo, für das Gespräch und natürlich weiterhin viel Erfolg, viele gute Unterstützung und dass das Netzwerk immer weiterläuft oder wächst. Danke dir, Juliane, für das Interview. Voll schön, in den LinkedIn-Talks aufzutauchen. Ja, danke für die Einladung. Okay, dann auf bald.